So, hallo und herzlich willkommen zusammen. Hier ist die Shalia Stevens von shaliastevens.com. Und in dem heutigen Live-Video spreche ich mit der lieben, mit der wunderbaren, der wunderschönen Doris Reimann. Doris ist Strategieberaterin für Womanpreneure bzw. für selbstständige Unternehmerinnen. Und heute werde ich mit ihr ein Thema aufgreifen, was sehr wichtig ist, nämlich den Notfallkoffer. Und was das genau ist und bedeutet und warum du das als Unternehmerin oder Unternehmer auch vielleicht gebrauchen könntest, wird Doris gleich erklären. Aber bevor wir da einsteigen, Doris, magst du dich vorstellen und sagen, wer du bist, wo du lebst und arbeitest und wem du hilfst mit deiner Arbeit, genau. Ja, sehr gern. Danke erstmal, liebe Shalia, dass ich heute bei dir zu Gast bin. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Doris Reimann und ich bin Strategieberaterin und meine Kundinnen sind überwiegend Freiberuflerinnen und also ich helfe ihnen mit meiner Strategieberatung zum einen das Einkommen zu erreichen, was sie wirklich wert sind. Denn also viele Akademikerinnen und Freiberuflerinnen, stelle ich immer wieder fest, verdienen noch nicht das, was sie eigentlich verdienen könnten. Ja? Und gerade bei Solo-Unternehmern, das ist eine Schwierigkeit. Und andere, die es natürlich schon erreicht haben, weil sie auch einen Mitarbeiterstamm zum Beispiel haben, die sind nur noch am Arbeiten. Ja, also das ist oft eben das andere, die Kehrseite der Medaille. Und da helfe ich eben beim Teambuilding. Das Delegieren von Aufgaben ist auch oft schwierig. Ja, und beim Erstellen zum Beispiel von Prozessen und Workflows, dass einfach Dinge zeitsparender passieren. Ja, das sind so meine Themen, genau. Ja, und da passt dieser Notfallkoffer genau rein, also vor allem in diesen zweiten Teil, wenn es um Prozesse und Dinge im Hintergrund laufen, die wichtig sind. Und du hast was ganz Spannendes gesagt im Vorfeld zu dem Live-Gespräch, nämlich du hast gesagt, du guckst auf den Markt da draußen und du siehst, wie alle Selbstständigen total wild und verrückt sind nach dem Marketing. Aber wenn es darum geht, du hast gesagt, die Substanz von dem zu schützen, was sie aufgebaut haben, denken sie gar nicht viel darüber nach. Und da greift der Notfallkoffer. Und lass uns beginnen, darüber zu diskutieren, für wen ist ein Notfallkoffer überhaupt wichtig? Also der Notfallkoffer, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, der ist im Grunde dafür da, dass du als Unternehmerin und alle, die uns zuhören, dass jeder sein Unternehmen, sein Business absichert für den Fall, dass man unvorhergesehen ausfällt. Denn ich sage mal, das kann immer passieren und das ist natürlich was, was man nicht plant, deswegen ja unvorhergesehen. Und Dinge müssen halt irgendwo weiterlaufen. Ja? Das ist ja zum Beispiel so, wenn man ein Solopreneur ist, also ja, ohne Mitarbeiter oder vielleicht nur mit einem freien Mitarbeiter, mit einer virtuellen Assistentin, dann kümmert man sich ja um alles selber. Man macht die Termine, man ist für die Kunden der Ansprechpartner, man regelt seine Finanzen. Also alle diese Dinge macht man selbst und kein anderer nimmt es einem ab. Aber in dem Moment, wenn man nicht mehr sich darum kümmern kann, weil man zum Beispiel einen Unfall hatte oder unvorhergesehen länger krank ist und weiß ich nicht, man muss einfach schnell ins Krankenhaus und kann nicht noch eine Woche sich Zeit nehmen, Dinge zu regeln. Denn ist dieser Notfallkoffer im Grunde ein super tolles Hilfsmittel, dass alles im Grunde aufgeschrieben ist und dass jemand anderes sich um dein Unternehmen kümmern kann. Sehr gut. Das heißt, der Notfallkoffer ist für alle Unternehmerinnen, weil jeder von uns kann potenziell ausfallen. Jeder von uns kann krank werden. Jeder von uns kann eine plötzliche Situation in der Familie haben, wo man abreisen muss. Irgendwas kann uns allen kann was passieren. Also das Leben kann dazwischen kommen und plötzlich sind wir nicht für unser Unternehmen da. Wir sind außerhalb von dem Unternehmen ganz plötzlich. Ja? Genau. Okay. Wie du es gesagt hättest, ich stelle halt immer fest, dass viele Unternehmerinnen sich gerne um andere Sachen kümmern. Ich sag mal, Marketing zum Beispiel macht vielleicht auch viel mehr Spaß, als sich ja mit dem Thema, was ja ziemlich negativ belastet ist, ne, wenn es darum geht, Vorsorge zu treffen, Absicherung zu treffen. Das ist, glaube ich, tendenziell etwas,
was wir Deutschen gar nicht so gerne mögen. Ja. Also geht ja auch weiter Richtung Testament und Patientenverfügung. Das sind Themen, die, mit denen wollen wir uns nicht beschäftigen, weil die einfach viel zu negativ sind. Aber trotzdem finde ich das so wichtig, also so wie du es am Anfang schon angesprochen hattest, sich einfach mal wirklich damit auseinanderzusetzen. Denn viele Unternehmerinnen sind ja wirklich mit ihrer Zeit und mit ihrem finanziellen Einsatz so stark damit beschäftigt, ihr Unternehmen zum Wachsen zu bringen und ja, also damit auch ihr Leben und ihre Familie quasi ja, den Lebensunterhalt zu verdienen, dass es im Grunde ja fast schon fahrlässig ist, sich nicht darum zu kümmern. Ja. Ja, okay. Also, wir hören heraus, das ist wichtig und man soll sich dafür Zeit nehmen. Und jetzt ist eine wunderbare Zeit, weil wir haben kurz vor Weihnachten und nach Neujahr, wo man vielleicht zur Ruhe kommt und in dem neuen Jahr Dinge aufsetzt, die für das kommende Jahr greifen. Und lass uns schauen, was ist diese Notfallkoffer? Also ist das ein physischer, wirklicher Koffer oder was ist das denn überhaupt für ein Gegenstand, den man hat als Unternehmer? Was das für ein Gegenstand ist? Ja, also es ist im Grunde wie ein Workbook, eine PDF-Datei und da gibt es ja immer ein bisschen, also von mir, Einführungstext, worum es geht und dann habe ich so ja, kleine Tabellen auch vorbereitet, wo man Dinge eintragen kann. Also zum Beispiel Passwörter. Ja? Dass irgendjemand dich als Unternehmerin vertreten kann, da müssen bestimmte Zugangsdaten vorrätig sein. Ja? Da müssen Leute wissen, die dich vertreten sollen, bei welcher Bank bist du, welchen Steuerberater hast du? Welche Dinge hast du noch zu tun? Wer sind deine Mitarbeiter? Wofür sind die verantwortlich? Und all diese Dinge kann man eben in bestimmten Tabellen hier eintragen und zusammentragen. Ja. Okay, also das sind vor allem Informationen, die dein Geschäft betreffen, wo dein Vertreter schnell einen Überblick verschafft und im Fall eingreifen kann, wenn was anbrennt. Also was wäre eine Situation, wo der Vertreter aktiv werden muss? Du hast die Bank genannt. Gilt es dann, weil eine Überweisung fällig ist oder dass ein Teammitglied bezahlt werden muss? Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, das sind so typische Beispiele. Ja, dass eben sagen wir mal, es ist eine Unternehmerin, die hat Mitarbeiter beschäftigt. Da müssen erstmal, gut, wahrscheinlich wird sie den Lohn nicht alleine rechnen, sondern das macht ein Lohnbüro oder ein Steuerberater. Der muss erstmal informiert werden, was ist abzurechnen. Und wenn es abgerechnet wurde und ich sag mal, die Prozesse noch nicht so eingestellt sind, dass das automatisch alles passiert mit den Überweisungen, da muss es jemanden geben, der die Gehälter auch auszahlt, der die Krankenkassenbeiträge bezahlt, weil sonst kommen eben im Nachgang Mahngebühren, Säumniszuschläge, all diese Dinge auf einen zu, weil man eben bestimmte Termine und Fristen nicht eingehalten hat. Ja. Genau, also da muss es im Grunde jemanden geben, der auch auf das Bankkonto Zugriff hat. Und das finde ich, ist eben auch nochmal eine Sache, die man mit der Bank besprechen kann, wie man das lösen kann, ob man, also ich zum Beispiel habe meinen Ehemann als Verfügungsberechtigter auf meinem Geschäftskonto eingetragen, also wenn irgendwas wäre, er könnte alle Bankgeschäfte für mich abwickeln. Ja. Ja? Und das sind so Beispiele. Ja. Ja, das wollte ich fragen, ob es sowas gibt wie eine Verfügungsberechtigung über alle Bereiche hinweg oder muss man das mit einzelnen Institutionen abstimmen? Weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, als meine Mutter gestorben ist oder sie lag eine Zeit lang erstmal im Koma und wir müssen auch Entscheidungen für sie treffen, sowohl während dieser Zeit als auch nach ihrem Tod. Und ich hab solche Sachen nicht gehabt. Ich habe wie wild herumgekramt in ihren Unterlagen. Ich habe Telefonate geführt über Wochen hinweg. Wirklich war 5 Wochen, bis ich alle Infos zusammen hatte. Und häufig war ich eben nicht berechtigt, an gewisse Informationen heranzukommen, weil wir haben einfach nicht vorgedacht. Also später hab ich eine Berechtigung bezüglich meines Vaters. Der ist ein Pflegefall und er braucht einfach jemanden, der für ihn quasi Entscheidungen trifft, medizinisch und rechtlich. Und meine Schwester und ich haben das übernommen. Gibt es für eine Unternehmerin sowas wie eine allgemeine Verfügungsberechtigte oder muss man mit einzelnen Institutionen sprechen?
Also natürlich, man könnte eine Generalvollmacht sicherlich ausstellen, aber ich glaube, das führt viel, also das führt für viele schon zu weit. Ja? Und der Notfallkoffer ist im Grunde auch nicht dafür da, denn da bräuchte man schon rechtliche Beratung. Ja? Was mir erstmal mit dem Notfallkoffer wichtig ist, dass man Nummer eins alle wichtigen Informationen an einem Ort sammelt, ja, dass man Nummer zwei sich natürlich, wenn man dieses PDF ausfüllt, dass man sich über verschiedene Dinge erstmal Gedanken macht, zum Beispiel, wer soll welche Informationen bekommen, denn ich möchte vielleicht gar nicht, dass jeder alle Informationen hat. Ja. Ja, also und da, sag ich mal, ist im Grunde eine Vertrauensperson so quasi wie vorgeschaltet, die dann alle weiteren Informationen verteilen kann. Ja. Ein Beispiel, dass es mal ein bisschen plastisch wird. Als Vertrauensperson eignet sich wunderbar zum Beispiel der Lebensgefährte, der Ehepartner, vielleicht auch eine Kooperationspartnerin oder Partner, mit dem man ganz eng zusammenarbeitet, vielleicht auch sogar in einer Bürogemeinschaft ist, vielleicht auch die beste Freundin, also Leute oder jemand aus der Familie, Mutter, Vater. Ja? Also Leute, denen man wirklich etwas ganz Wichtiges, was ja das Unternehmen ist, anvertrauen würde. Ja? Ja. Und diese Vertrauensperson bekommt entweder den Zugang zu dem kompletten Inhalt von dem Notfallkoffer oder eben zu bestimmten Teilinformationen, dass er eben die Information weitergeben kann, zum Beispiel, wenn man Mitarbeiter hat, dass der Mitarbeiter weiß, okay, ich muss jetzt Termine zum Beispiel absagen, umändern. Ich muss bestimmte Kunden oder Geschäftspartner informieren, dass jetzt vielleicht die nächsten zwei Wochen keine Termine stattfinden können. Ja? Also, dass man dann jemanden hat, der die Termine weiter verteilen kann und die Aufgaben weiter verteilen kann. Ja, ganz, ganz wichtig. Ich hatte den Fall Anfang des Jahres bei einer Kundin von mir, dass sie einfach plötzlich nicht mehr zu ihren Terminen im Coaching aufgetaucht ist. Und ich habe versucht, Auskunft zu bekommen, wo sie sei, ob irgendwie etwas passiert ist. Und ihre Kollegen waren nicht in der Lage, mir diese Auskunft zu geben. Und ich habe lange nach ihr gesucht. Und sie hatte einen Plan in place gehabt. Ihr Bruder hat das für sie übernommen. Aber zum Beispiel eben, ich wurde nicht informiert, dass sie ausgefallen ist, im Krankenhaus gelandet ist und so was. Also für mich ein ganz wichtiger Hinweis, den du heute gibst, woran ich selber nicht so oft nachdenke. Und also du hast mich überzeugt schon. Sehr schön. Ich werde den Notfallkoffer auf jeden Fall herunterladen und ausfüllen. Und jetzt, du sagtest zu Beginn, Doris, viele wollen sich nicht damit beschäftigen, aber im Vorgespräch hast du auch gesagt, hey, du, es ist echt leicht, also es dauert vielleicht maximal eine Stunde, bis man dieses Formular ausgefüllt hat und du hast mir zwei Wege genannt, wie man das angehen könnte in nächster Zeit, vielleicht magst du das mit den anderen auch teilen, damit sie das irgendwie als leicht empfinden. Genau, also wenn der Zuhörer so ist wie du, du hast gesagt, du machst lieber alles gleich auf einmal, dann hast du es hinter dir, ja. Dann wäre das halt eine Möglichkeit, sich mal eine Stunde im Kalender zu blocken in der nächsten Woche oder bis Jahresende. Und die andere Möglichkeit ist, ich mache es meistens so Stück für Stück. Ja? Also zum Beispiel bei Passwörtern, immer wenn ich mich in einem neuen Member-Bereich zum Beispiel anmelde oder irgendein neues Bankkonto habe oder solche Dinge halt, dann trage ich die hier mit ein. Ja. Das sind ja zum Beispiel Sachen, wenn es jetzt zum Beispiel um Mitarbeiter geht, mal stellt man jemand Neues ein, mal verlässt jemand die Firma. Also man muss schon immer mal wieder auch sich dieses Dokument vornehmen und mal schauen, sind die Daten noch aktuell. Ja. Und da kann man sich ja auch gut einen Erinnerungstermin im Kalender einmal im Jahr oder alle halbe Jahre mal für eine halbe Stunde setzen, dass man einfach mal drauf guckt, weil wenn es erstmal einmal ausgefüllt ist, dann ist es ja im Grunde ein leichtes da zu aktualisieren. Genau. Genau. Und wichtig ist auch deinem Vertreter auch Bescheid zu geben, wo das ist. Das ist auch ganz eine wichtige Sache. Genau. So, Doris, wir wollen heute eigentlich nur ganz kurz und knackig darüber sprechen, um die Leute zu ermutigen, sich da auf der Ebene abzusichern. Wo kriegt man diesen Notfallkoffer? Wo kann man ihn beziehen und herunterladen, um das ausfüllen zu können? Ja, den kann man sich bei mir auf der Website herunterladen.
Und also meine Webseite ist www.doris-reimann.de und dann gibt es dort kostenfreie Ressourcen und dort findet man es unter Absicherung für dein Business. Super. Und ich werde den Link nochmal sicherheitshalber unterhalb von diesem Video posten. Und Doris, du hast auch eine Community, wo man sich dazu gesellen kann. Wie heißt diese Community? Wo findet man dich zum Beispiel auf Facebook? Ja, auf Facebook findet man mich in meiner Gruppe. Das ist die Womanpreneur Lounge. Oder eben auf meiner Facebook-Seite unter facebook.com/Kanzlei Reimann. Sehr gut, sehr gut. Also auch diese Links werden wir zur Verfügung stellen. Und ich bedanke mich recht herzlich, Doris, dass du Zeit genommen hast, auch kurz vor Weihnachten, um dieses so wichtige Thema mit uns allen zu besprechen. Wir sehen uns im Jahr, ganz sicher. Und dir auch eine super schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und auch alle anderen, die gerade zuhören. Danke, liebe Shalia. Das wünsche ich dir auch und natürlich auch eine schöne Weihnachtszeit an alle Zuschauer. Tschüss, ciao zusammen. Tschüss.